Bisher bei Persona 5. Leute, ich habe eine Frau gerettet! Zumal, was ist das bitte für eine Strafe? Muss man den gleich in einen Kaff werfen? Ich wusste es. Nehmen wir mal ganz hypothetisch an, es würde alles stimmen. Was könnt ihr kleine, dummen, verfickten Kinder schon tun? Ich bin ein Lehrer, ich arbeite hier, der Staat steht hinter mir. Wer glaubt schon kleinen Kindern? Ich laufe rum, ficke kleine Mädchen, wen interessiert's? Ihr seid doch die kleinen Schisser, denen man eh nicht glaubt. So läuft das in der Welt draußen. Ach, ist das toll. Du sagtest doch, wie wir etwas gegen Kamoshida machen können, richtig? Die müsst das Schloss attackieren. Dieses Schloss ist, wie Kamoshida die Schule sieht. Er realisiert nicht, was dort passiert, aber es ist tief mit den Tiefen seines Herzens verknüpft. Ein Palast ist eine Manifestation der verzerrten Gelüste. Also wenn dieses Schloss nicht mehr wäre, dann würde er natürlich ganz anders über die Schule denken. Ja, Kamoshida wird nicht mehr in der Lage sein, seine Taten zu verkraften und wird sich dann wahrscheinlich stellen. Was für eine seltsame App. Ja, geil! Personas sind in anderen Worten eine Maske, eine Rüstung des Herzens, die alltäglich weltlichen Angelegenheiten konfrontiert. Ja, was auch sehr metaphorisch und sehr toll ist, denn jeder Mensch hat verschiedene Masken und dieses Spiel gibt diesen Masken halt richtige physische Präsenzen in Form der Personas.